gonna build a mountain from a little hill. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. Leute, ich hab's mal wieder geschafft, am Wochenende mich hinzusetzen und ganze 4 Stunden, 2 Folgen zu schneiden. Yay! Okay, ich habe mich ein bisschen ablenken lassen von WhatsApp und Co. Aber jetzt gibt's wieder 2 neue Folgen für euch. Und zwar einmal heute zum Sonntag und einmal am Dienstag habe ich mich entschieden. Und ja... Wir kommen jetzt erstmal zur heutigen Folge und zwar seht ihr schon, ich baue fleißig eine, ja, Fensterwand, eine Fensterfront und hab mir gedacht, okay, dieser blöde Bibbel da wegen der Trennung der Glasscheibe, den machen wir weg mit Pfeilern und dann entsteht hier nämlich das Gehege in der Asia-Abteilung für unsere chinesischen Schuppentiere. Genau, die sind's. Ich muss dazu gestehen, es sind nicht meine Lieblingstiere. Und deswegen war das auch gar nicht so einfach, hier ein Gehege zu bauen. Ich habe es im Livestream schon mal oft erwähnt. Aber mittlerweile muss ich sagen, es passt dort einfach sehr, sehr gut hin. Und es ist doch eigentlich ganz schnuckelig geworden, denn die Viecher sind ja auch nicht die größten. Und deswegen, ja, passt das eigentlich ganz gut. Genau, an der Stelle hier habe ich mir gedacht, wäre eigentlich ganz geil, weil wir auch die roten Zäune haben und teilweise rote Fußleisten. Bauen wir hier doch ein rotes Fensterbrett hin. Da das zu schmal ist, habe ich das so gemacht, dass der Schlitz zwischen den beiden Brettern quasi genau an der Scheibe ist. Und dann sieht das eigentlich gar nicht so dumm aus, weil dann geht die Scheibe quasi in der Mitte durch. Klar, die, da wo das Brett zu Ende ist jeweils, da haben wir auch eine Kante, aber mein Gott. Dann habe ich mir hier das Oberteil kopiert, wie ihr seht, ich habe es ein bisschen gecuttet. Und habe das als Durchgang genommen. Mit Boden, das finde ich eigentlich ganz nice, das werdet ihr noch öfter sehen in den weiteren Videos. Ich habe, ja, quasi Boden über unsere Gehwege gelegt. Einziger Nachteil, die Leute haben dann nur noch halbe Füße. Also die laufen quasi durch den Boden durch. Aber, ja, ich kann es verkraften. Dafür, dass es dann cool aussieht, kann man das mal machen, finde ich. Ich muss immer wieder dazu sagen, wenn ich jetzt die alten Folgen hier schneide, die Folge hier ist jetzt vom 18.12. Es tut mir leid, Leute, ich weiß, ihr wartet auf Folgen und ihr guckt das auch wie die Verrückten und lasst mir auch fleißig Daumen da, das freut mich auch. Mich freut's generell und ich bin immer noch sehr baff, dass dieses Projekt so gut ankommt, aber ich gebe mir auch mega Mühe. Eigenlob stinkt, aber ist halt einfach so. Vielen, vielen Dank nochmal an jeden, der hier jede Folge wirklich suchtet quasi, als wäre es eine Serie. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gebe mir, wie gesagt, mega Mühe und möchte auch keine halben Sachen machen und wir machen dieses Projekt auf jeden Fall zu Ende. Aktuell gibt es nur ein kleines Aber. Ich schreibe schon mit dem Support von Planet Zoo bzw. von Frontier, den Entwicklern. Ich habe hier ja angefangen im Franchise-Mode. Jetzt haben wir folgendes Problem. Unser Zoo ist mittlerweile so groß und da stecken auch 250 Spielstunden drin. Ja, ihr hört richtig, 250 Spielstunden. Das sind einfach mal über 10 Tage reine Spielzeit. Könnte man denken, ich habe einen Schaden. Also manchmal denke ich das auch, aber es macht einfach mega Spaß. Die Community auf Twitch macht mega mit. Alle sind immer mega gespannt, was baut er denn als nächstes, der Verrückte. Und auf YouTube gibt es auch fleißig immer Kommentare und Lob. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Aber dadurch, dass wir jetzt im Franchise-Modus angefangen haben, haben wir folgendes Problem. Unser Park ist so groß mit mittlerweile schon über 200 Tieren, dass der Franchise-Modus das nicht mehr packt. Performance-technisch brauchen wir nicht drüber reden, das packt er schon lange nicht mehr. Schon seit wir mit dem Tropenbereich fertig sind, schafft er das nicht mehr. Obwohl wir einen guten PC haben. Er schafft es nicht in dem Sinne, ich kriege keine weiteren Besucher. Dadurch, dass die Besucher sich nicht aufteilen. Also die besuchen nur meinen Tropenbereich und den Asia-Bereich. Und alles, was nach dem Tropenhaus kommt quasi, ist ihnen schon zu weit. Ein paar Einzelne laufen runter in mein Tal. Wir sind jetzt mittlerweile schon beim Tal. Sorry für den Spoiler, aber war ja klar. Konntet ihr euch ja denken. Wir sind jetzt schon ziemlich weit, was das Tal angeht. Meine Safari-Area quasi. Und die Leute laufen nicht bis dahin. Die sind vorher schon kaputt. Ich habe jetzt schon wirklich in knappen Abständen Essen und Getränke und Bänke hingestellt. Die Leute schaffen es aber nicht. Die Leute sagen, es ist ihnen zu weit, die Leute sind kaputt, die Leute gehen dann wieder nach Hause. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das heißt, oben im Tropenbereich ist die Hölle los. Die stapeln sich da quasi. Und drängeln und tun.
und unten im Tal ist kaum einer. Dann habe ich versucht, Leute, ich habe es versucht im Livestream, ihr werdet das auch noch sehen. Ich habe es versucht mit den Fahrgeschäften. Das heißt, ich habe eine Gondel gebaut, die einmal komplett eine Runde durch den Park dreht, in der Hoffnung, dass die an... Ich habe 7 Stationen platziert, dass die an den Stationen aussteigen. Ha, Pustekuchen. Nichts machen die, die steigen nicht aus. Die fahren eine komplette Runde rum und damit geht mein Plan schon wieder nicht auf, die Leute bequemlichkeitshalber mit der Bahn nach unten zu schippern. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt folgendes Problem. Ich müsste meinen Park irgendwie vom Franchise-Mode, in dem wir angefangen haben, in den Sandbox-Modus kriegen, weil im Sandbox-Modus, da kann man ausstellen, dass die Besucher erschöpft sind, was auf der einen Seite ja quasi cheaten wäre, wenn man es so nimmt, aber wir spielen ja hier schön bauend und nicht wirtschaftlich und damit man sich wirklich aufs Bauen konzentrieren kann, müsste man in Franchise-Modus umwandeln. Problem hierbei ist, Franchise-Zoos kann man nicht in den Sandbox-Modus öffnen. Ich bin gerade fleißig am Schreiben mit dem Entwicklerteam beziehungsweise mit dem Support. Die verstehen aber weder Englisch noch Deutsch irgendwie. Also bei Englisch schreiben die mir Sachen zurück. Da denke ich mir, habt ihr auch meine Mail gelesen oder habt ihr jetzt irgendeine Mail gelesen und schreibt mir irgendeinen Blogtext zurück, so, der schon vorgefertigt war. Das nervt mich ein bisschen. Ich möchte einfach von denen wissen, ob es nicht irgendeinen Trick gibt, die Datei vielleicht umzubenennen oder irgendwas zu machen, um sie dann doch vielleicht in den Sandbox-Modus zu öffnen, den Park hier. Weil 250 Spielstunden ist eine Menge. Jeder, der das selber spielt, der weiß das. Und jetzt nochmal nur anfangen im Sandbox-Modus. Das kommt für mich leider nicht in Frage. Aber ich möchte dieses Projekt, weil es einfach ein Herzensprojekt ist, es macht mega Spaß. Es zieht viele, viele neue Leute, was ja als YouTuber und Streamer halt auch eine coole Sache ist. Und es macht den Leuten einfach Spaß und mir macht Spaß und es ist halt Win-Win so. Wenn ich Spaß an einem Spiel habe und die Leute auch noch Spaß haben und man muss einfach sagen, ich habe mal geguckt auf Twitch zum Beispiel, bin da der einzige größere, also was ist größere, ich bin ja auch nicht so groß, aber der einzige, der das Spiel bei Twitch noch streamt. Und das zieht dementsprechend viele Leute, weil viele Leute suchen nach Blended Zoo. Gerade jetzt die letzten 3 Wochen war ich leider quarantänebedingt. Ja, ich hatte Verdacht auf Corona. War ich zu Hause und habe mittags 12 Uhr immer den Stream angeschmissen und habe Blended Zoo gespielt. Wie viele Leute da in den Chat kamen. Zum Beispiel, bestes Beispiel nenne ich immer die Sarah. Grüße an der Stelle, falls du das irgendwann mal sehen solltest nochmal. Die Sarah kam in den Chat und sagt, hey, du bist jetzt mein neuer Homeoffice-Kollege. Und das fand ich mega cool. Und dann habe ich mir gedacht so, Alter, stimmt, die Leute sitzen jetzt zu Hause am Homeoffice. Mal ehrlich, 90%, die Homeoffice zu Hause haben, arbeiten 10% von der normalen Leistung, die sie bringen würden auf Arbeit. Und pimmeln im Internet rum. So, und dann habe ich immer 12 Uhr mittags gestreamt. Und da kamen viele, viele neue Leute dazu. Und da habe ich mir gedacht, so streamt denn eigentlich noch jemand anders Blended Zoo? Ich glaube nicht. Ich guck mal nach. Und habe ich gesehen, es macht keiner. Also nur kleinere Leute. Aber die bauen meistens auch nur so einen kleinen Park und das war's. Und ich mache ja hier so ein XXL-Gedöns. Gebe mir voll die Mühe und so. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum die Leute halt gucken. Und das freut mich auch. Wahrscheinlich guckst auch genau du, der das Video hier gerade guckt. Oder die das Video hier gerade guckt, weil ich mir so viel Mühe gebe und weil das so ein großes Projekt ist. Vielen, vielen Dank nochmal, wie gesagt. Ich finde, man sagt viel zu selten Danke. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. An der Stelle, wie gesagt, bin ich gerade dabei im Livestream. Ich weiß, es nervt viele, es kotzt viele an, die gerade im Livestream sehen wollen, wie es weitergeht, weil wir ja, wie gesagt, jetzt auch eine Savanne gebaut haben, eine Safari-Tour, wo die Leute durchs Gehege können, eine Bootstour und so weiter. Haben wir alles fertig, um schon mal ein bisschen Lust und Laune auf weitere Videos zu machen. Problem ist jetzt, ich sitze da und kopiere mir meinen Franchise-Zoo als Blueprint. Man kann 4000 Teile als Blueprint abspeichern, das mache ich gerade. Erst haben wir den Tropenteil, jetzt haben wir schon den Asia-Teil. Haben wir jetzt auch schon fertig. Ich kopiere mir das als Blueprint, speichere mir das als Blueprint ab. Öffne das im Sandbox-Modus und versuche es zu retten.
Weil, wie gesagt, ich müsste jetzt aufhören, wenn ich im Franchise weitermachen möchte. Die Leute besuchen den Park nicht komplett. Ich mache miese bis zum geht nicht mehr, weil eben nicht mehr Leute kommen, weil oben alles voll ist. Da heißt, wahrscheinlich hat das Spiel so eine Bremse drin. Okay, wenn irgendwo übelst Stau ist am Eingang, dann lassen wir keine neuen Leute rein oder dann kommen halt keine neuen Leute. Und jetzt kommen halt auch keine neuen Leute und deswegen mache ich auch miese. Das heißt, wir müssen rüber unbedingt in den Sandbox-Modus. Es gibt keine Möglichkeit, leider sein Franchise-Scheiß-Zoo im Sandbox zu öffnen. Wie gesagt, schreibe auch gerade mit dem Support. Nervt mich mega. Aber was soll ich machen, Leute? Das Problem ist nämlich, wenn ich das als Blueprint abspeichere. Objekte, alles bleibt da. Kein Ding. Außer Bänke und Automaten, Geldautomaten, die bleiben nicht. Andere Problem ist aber, ich muss das ganze Terraforming wieder machen. Das ganze Tal, Leute, muss ich nochmal ausheben. Den ganzen Berg muss ich nochmal neu gestalten. Bei den Gehegen geht's. Man hat dadurch, dass die Objekte in der gleichen Höhe bleiben, sieht man, wo was wie hoch war. Das funktioniert. Das geht relativ fix. Also wenn du ein einfaches Gehege hast, wo jetzt nicht viel Schnickschnack ist, dann brauche ich 10 Minuten, um den Terraforming da wieder anzupassen. Das geht schon. Was ein bisschen tricky war, was wir jetzt auch schon fertig haben, war der Food Corner, der unterirdische. Der war ein bisschen tricky und die Untergrundvivarien, die waren auch nicht ganz so einfach, weil das eben halt mit den Wegen vor allem, Wege muss man auch alle neu setzen. Ja, aber es geht voran, die Hälfte ungefähr, naja, sagen wir mal, ein Drittel haben wir jetzt fertig im Sandbox-Modus. Hält ein bisschen auf, das weiß ich auch, aber wie gesagt, ich möchte dieses Projekt retten. Ich hoffe, dass es auch in eurem Sinne das Projekt zu retten. Save the Zoo, Leute, Hashtag Save the Alter, Englisch on point. Save the Zoo. Zoo. Alter, Save the Zoo. Hashtag Save the Zoo. The Zoo. Genau. Weil, hier steht so viel Mühe drin, so viel Arbeit. Und ich möchte es einfach auch beenden, das Projekt. Beziehungsweise beenden, wenn es soweit ist. Jetzt kommt ein neuer DLC raus. Mit einem Jaguar und einem Nasenbär und noch einem neuen Frosch und so. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir müssen ja auch noch den Winterbereich müssen wir auch noch machen, den Schneebereich, da freue ich mich auch schon drauf, mit Wölfen und so. Ja, hier seht ihr gerade, schön fleißig wieder schön Bananen in den Korb gelegt, jawohl, ein paar Blümchen platziert, bisschen Deko muss schon sein in der Asia-Abteilung. Wobei, nicht nur in der Asia-Abteilung, ich habe das tatsächlich da noch durchgezogen und überall ein bisschen Deko gemacht, tatsächlich auch im Safari-Bereich. Hier machen wir wieder unseren Teekocher hier mit fleißig Rauch. Ist einfach ein bisschen lebendiger quasi. Blümchen dürfen natürlich im Asia-Bereich auch nicht fehlen. Ein paar Bänke, damit die Leute nicht so abgehetzt werden. Bei weiten Wegen brauchen die auch Sitzmöglichkeiten, nutzen die tatsächlich auch öfter. Man kann natürlich auch ein bisschen bescheißen und macht Energy Drinks überall hin. So, dann habe ich mir überlegt, Leute, hier wäre es eigentlich perfekt, weil die Leute ja doch öfter mal auf Toilette müssen. Wäre es ganz geil, in dem Gebäude hier noch eine Toilette zu platzieren. Müsste gleich soweit sein. Natürlich noch ein paar Infotafeln, die dürfen natürlich da nicht drüber gucken. Guck mal, das muss alles ordentlich sein. Noch hier ein bisschen, da ein bisschen, rechts, links, vor, zurück. Das ist ein ganz langer Gang, da lohnt sich es auch zwei zu platzieren. Natürlich mit den richtigen Tieren dann noch. Das ändere ich natürlich noch. Jetzt haben wir da gerade noch die Cutters, weil ich damals, wo ich das abgespeichert habe, als wir das gebaut haben, den Blueprint, den Bauplan, hatte ich da die Cutters eingestellt. Hab mir aber hier überlegt, Leute, das passt nicht so ganz. Wenn wir schon überall rote Hölzer nehmen, dann bauen wir doch hier ein neues Ding, quasi einen neuen Fernsehhalter im Asia-Style. Wieder schön penibel, alles, jeder Zentimeter muss stimmen. Zum Glück kann man durch die Wände durchgucken. Ja, ist immer ein bisschen Fummelarbeit, aber im Endeffekt lohnt sich's dann, Leute. Das lohnt sich. Natürlich speichere ich mir den dann auch zum Schluss noch ab, damit ich den im ganzen Asia-Bereich benutzen kann. Da guckt er noch ein bisschen durch den Fernseher durch, das geht natürlich nicht. So, dann markieren wir uns beide, schieben die auf die andere Seite, damit wir den wieder benutzen können. Und manchmal muss ich echt sagen, wie ich da noch gebaut habe, Leute. Eieiei. Warum? Jetzt würde ich ganz normal STRG und X drücken. Das Ding bleibt auf der gleichen Höhe, auf derselben Entfernung und man braucht den einfach nur rüberschieben. Damals habe ich noch ganz schön umständlich gebaut, wenn man das so sieht. Aber nun ja.
Aber damals war ich auch schon penibel. Was heißt damals? Guck mal, das ist jetzt. Na gut, es ist schon 3 Monate her. Fast 4. So, ich speichere mir den Bauplan ab. Kopiere mir wieder den Panda, die Spendenbox. Den finde ich einfach mega cool. Das passt zum Asia-Bereich. Und, ja, behalte den auch bei im Asia-Bereich. Auch wenn da keine Pandas im Gehege sind. Aber, nun ja. Am Dienstag, kleine Schleichwerbung, am Dienstag kommt das Panda-Gehege, Leute. Eieiei, das ist bis jetzt das aufwendigste Gehege gewesen. Und ich freue mich schon, euch das Video zeigen zu können. Für die Leute, die bis jetzt alles cool fanden, wartet mal auf Dienstag. Also am Dienstag, ungelogen, für das Gehege habe ich locker 5 bis 6 Stunden gebraucht. Ihr seht das dann so in einem 30-Minuten-Video. Schön mit Speedbuild wieder. Ich wollte es euch nur mal anmerken. 5 bis 6 Stunden für den Asia-Panda, für das Asia-Panda-Gehege. War ganz nett. Aber es hat mega Spaß gemacht, wie immer, sonst würde ich es nicht machen. Genau, jetzt kommen wir zu der Toilette, die ich gerade angesprochen habe. Da bin ich auf Toilette gegangen und habe mir gedacht so, es gibt ja sogar einen Asia-Bereich, also schon so vorgefertigtes Asia-Ding. Dann haben wir außen gleich noch so ein Gebäude dran. Perfekt, das passt da sogar hin. Und schon habe ich das genommen. Die Toilette noch ein bisschen rot gefärbt, die Fliesen. Obwohl ich glaube, ich rot macht doch aggressiv, oder? Man sagt doch, rot macht aggressiv. Auch wieder hier eine Fußleiste, dann sieht das nicht so blöd aus. Ja, und dann fand ich, das passt eigentlich ganz nice. Das Toilettenschild, das klauen wir uns noch. Ah, nee, rechts sieht cooler aus. Genau. Und dann kommt noch ein bisschen Deko hier, ein bisschen Blümchen. Ein bisschen Leben ins Spiel bringen. Passt natürlich zum Asia-Bereich die Kirschblüte. Finde ich zumindest. Und, ja, mein Glück, dass man jetzt, wie gesagt, weil ich, wie ich am Anfang angesprochen habe, auch alles kopieren kann und rüberziehen kann, als Bauplan wenigstens. Es ist ein Haufen Arbeit, aber wie gesagt, mir liegt viel an dem Projekt. Ich hoffe, das merkt man auch. Und deswegen möchte ich es jetzt einfach im Sandbox-Modus nochmal neu, ja, oder, ja, neu aufbauen, neu rüberkopieren und, dort dann weiterbauen. Ich habe dann eingestellt aktuell, dass die Besucher quasi nicht erschöpft sind und dass wir überall im Park Wasser und Strom haben. Dann spare ich mir einfach diese dämlichen Generatoren. Aber wie gesagt, uns geht es ja nicht um irgendeine Quest oder so, sondern uns geht es ja nur darum, dass wir schön bauen können. Und das ist, da ist im Sandbox einfach perfekt. So, ich dachte eigentlich am Anfang, Franchise schafft das, wenn man ordentlich wirtschaftlich arbeitet, aber funktioniert nicht, Leute. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, es geht leider nicht. Die Zuschauer- bzw. Besucherzahl im Zoo, die steigt nicht mehr und das ist halt sehr schade. Und dementsprechend haben wir mehr Ausgaben als Einnahmen und ja, alles nicht so einfach. Der Franchise-Modus ist definitiv nur für kleine Zoos gedacht, meiner Meinung nach. Aber der Chat hat mir auch recht gegeben, der Livestream-Chat. So, Leute, und dann haben wir die Kiste eigentlich auch soweit fertig. Hier ein kleiner Überblick von dem Gehäuse. Das ist erstmal nur der Vorhof, nenne ich es mal. So sieht das Ganze aus. Dann kommen wir jetzt zu dem Gehege, Leute. Das Gehege wird etwas kleiner, aber die Viecher, die brauchen irgendwie nur 270 Meter oder so. Quadratmeter, keine Ahnung, auf jeden Fall ganz wenig. Und dann dachte ich mir, bei denen ist eigentlich ganz cool, die Dinger, die können doch bestimmt nicht klettern. Wenn wir so einen natürlichen Zaun machen mit Steinen. Da Steine platzieren habe ich gleich nochmal ein bisschen mehr vorgespult, weil es ist halt nur Steine platzieren. Geht ein bisschen schneller als der Rest. Aber, ja, ich fand es ganz nice, einfach mal einen natürlichen Zaun zu haben, eine natürliche Begrenzung für die Tiere. Den Eingang, den mache ich wieder zwischen zwei Felsen. Ich mag sowas einfach, weil dann ist das so ein bisschen natürlicher, als wenn du den irgendwo hinklopfst, wo die Besucher daneben quasi gucken. So haben wir das immer schön abseits. Natürlich als Begrenzung einen natürlichen Zaun genommen, einen durchsichtigen Zaun. Hier noch so einen Stein drüber gelegt. Und schon sieht das eigentlich ganz nice aus mit dem Eingang vom Mitarbeiter. Und fällt auch nicht so doll auf. So, dann, ja, ich finde, jedes Gehege braucht eigentlich so einen kleinen See. Ich wusste jetzt nicht, ob die aus dem See trinken oder nicht. Deswegen habe ich hier so einen kleinen See noch platziert. So, als nächstes dachte ich mir, okay, so chinesische Schuppentiere, wo schlafen die denn eigentlich? Haben die eine Höhle? Ich habe keine Ahnung. So, und dann dachte ich mir, na gut, dann kriegen die halt noch eine Höhle, eine kleine. Ich meine, die Viecher sind ja auch nicht groß, die brauchen nicht viel Platz. Die laufen den ganzen Tag nur rum und quieken irgendwie so ganz komisch, wie so, keine Ahnung.
kleine Hamster. Und deswegen haben die ja nur eine Höhle bekommen. Wieder klassisch mit Steinen. Aber ich finde, das passt zu den Tieren auch. Ihr werdet das sehen. Ich glaube, das Endresultat ist eigentlich doch ganz cool geworden. Ich war mal ein bisschen skeptisch, habe gesagt, so, das ist das hässlichste Gehege von allen. Aber klein heißt nicht immer gleich hässlich, habe ich festgestellt. Und so, umso öfter ich das jetzt gesehen habe, umso besser gefällt mir das einfach. Und, genau. Wie gesagt, hier eine kleine Höhle gemacht, damit die Viecher da auch reinpassen. Müssen wir noch ein bisschen Boden absenken. Und mir ist ja immer wichtig, dass das natürlich aussieht. Deswegen noch ein paar Steinchen hier platziert. Habe ich auch schon einen Kommentar gelesen. Jetzt habe ich vergessen, von wem es war. Sorry an der Stelle. Aber jemand hatte geschrieben so, bei dir sieht das immer so natürlich aus. Oder wer war das hier? Mary und Ma, irgendwie so ein Account mit zwei Namen. Mary und oder irgendwie so ähnlich. Hat auch geschrieben, dass immer, wenn sie meinen Zoo sieht. Da sind übrigens die Viecher. Ich kann mit denen halt nicht so viel anfangen. Guck mal, die sind einfach so, die sind einfach da, wie so eine Katze. Nee, sie hatte geschrieben, bei mir sieht das immer so gut aus. Und dann löscht sie immer ihren Zoo und baut nochmal neu. Fand ich mega, der Kommentar, den Kommentar. Habe ich auch drauf geantwortet. Also Leute, wenn ihr mal was loswerden wollt, schreibt gerne immer unter die Videos. Ich lese jeden Kommentar, wirklich jeden. Ihr kriegt auch immer, wenn es ein Beitrag zum Spiel ist, wenn es nicht nur ein erster ist, oder wenn es nicht nur ein Hai ist, dann kriegt ihr auch immer ein Herzchen. Dann seht ihr, dass ich es gelesen habe. Und ich, bei Fragen antworte ich generell immer. Und dann habe ich gesehen, dass die Viecher ganz schön viel noch Gras brauchen. Ich mag den Boden hier tatsächlich sehr gern. Diese Sägespäne, diese leichte Erde. Das sieht immer so voll natürlich aus, finde ich. Bisschen Terraforming hier wieder anpassen, dass die auch überall langlaufen können. Das ist natürlich wichtig. So, ein bisschen Gras noch verteilt. Die Viecher brauchen nämlich auch Gras. So. Und dann sieht das auch gleich ein bisschen fresher aus. Ein bisschen, ja, belebter. Wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich gerade gar nicht mehr. Schiebe ich, glaube ich, ja, genau jetzt. Wir schieben die Höhle noch ein bisschen nach hinten. Damit die nicht vorne direkt so an den, sag mal, an der Scheibe ist, wo die Leute gucken. Damit die Viecher auch so ein bisschen Rückzugsort haben. Ihr wisst ja, das Wohl meiner Tiere liegt mir am Herzen. Genau. Ich habe übrigens auch neue Lieder. Das, was ihr jetzt hört zum Beispiel. Ich habe viele, viele neue Lieder, die passend zu Blended Zoo sind, mir rausgesucht. GEMA-frei natürlich. Von meinem Netzwerk aus darf ich Musik verwenden. Aber ich finde, das ist so Musik, die passt dazu, zu so einem Speedbild und zu so einem, gerade im Afrika-Teil dann. Das hier ist eher so ein Afrika-Lied, aber ich finde es nicht schlimm. Passt jetzt auch zu den chinesischen Schuppentieren. Klar könnte ich jetzt auch so ein Lied raussuchen. Den Klischee erfüllt. Aber nun ja. So, Forschen natürlich nicht vergessen. Die kleinen Mistkrepel brauchen ja auch Forschung. So. Und das hier zum Beispiel ist auch ein Lied, das habe ich rausgesucht, aber es, meiner Meinung nach passt das mega zu Planet Zoo. Das ist für mich so ein Planet Zoo Lied, das hätte bei Planet Zoo schon original dabei sein können, oder? Hört mal. Oh nein, es ist wirklich nicht vom Originalspiel, habe ich selber rausgesucht. Wie gesagt, ich habe da so einen kleinen Beatpool, so einen Melodienpool mit GEMA-freier Musik von meinem Netzwerk aus. Und da bediene ich mich ab und zu mal, weil ich mag das einfach, so ein bisschen Gedüdel da im Hintergrund zu haben. Und das Lied hat halt gepasst wie Arsch auf Eimer. So, Farn, Leute, Farn darf nicht fehlen. Hashtag Farnliebe, Farnliebe. Ihr wisst, ich liebe Farn irgendwie. Das ist für mich so der Inbegriff von Dschungel und Wildnis. Ich weiß auch nicht warum, ich liebe einfach Farn. So, hier haben wir noch ein paar Büschchen, die haben wir schon noch gar nicht gesetzt. Die fand ich aber ganz cool, die passen zu dem Asia-Bereich. Und die haben wir hier so ein bisschen platziert. Fand ich ganz nice. So ein bisschen buschig da mal um die Höhle rum. Und dann sieht der Blick eigentlich schon ganz cool aus, finde ich. Ihr Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Seerosen. Seerosenliebe. Wo sind meine Seerosenliebe-Anhänger im Chat? Beziehungsweise in den YouTube-Kommentaren.
Komm, die sehen einfach schön aus. Seerosen sehen einfach schön aus. So, ich habe hier das, ich hätte fast gesagt Schlammbad, aber dieses Futterwühlgedöns habe ich mal im Boden versenkt. Und hatte mir dann gedacht, machen wir doch hier so ein bisschen Steinchen ringsherum. Das sieht ganz cool aus, ist mal was anderes. Und wollte es einfach mal testen, wie es aussieht, so einen Steinring da ringsherum zu machen. Aber ich finde, das sieht ganz cool aus, ist zwar künstlich, aber hey, es passt irgendwie dazu. So. So viel dazu. Ein bisschen Dreck noch ringsherum fürs Dreckloch. Und dann. Ja, so ganz fit bin ich noch nicht. Ihr hört das ab und zu ein bisschen. Sorry an der Stelle. Und dann, brauchen wir noch ein bisschen im Gelände quasi. Hier, die Brauen müssen sich noch rubbeln. Eine Rubbelfläche, eine Reibefläche. Für die, Schuppentiere. Ich wusste gar nicht, dass die sich, so reiben. Aber, gut, wenn die das haben möchten, bitte, warum nicht? So, ein bisschen trinken noch, passt in die Ecke. Ich mache das auch immer, ich habe da kein Konzept, Leute. Ich mache einfach, wie es cool aussehen würde. Und, an der Stelle fand ich das halt ganz cool da. Und, genau. Hab mich jetzt aber entschieden, an der Stelle, wo ich gerade die, Futterschale hingemacht habe. Ach ja, da habe ich nochmal geguckt, wie das Bild von denen aussah und es passt eigentlich. An der Stelle, wo jetzt die Futterschale war, weil die Leute da gucken können, passt es eigentlich eher, wenn da dieser Ameisenhügel, nenne ich es jetzt mal, dieser Futterhügel steht. Und dann können die da nämlich auch gucken, wie die das aus dem Futterhügel rausholen. Natürlich brauchen die noch eine passende Temperatur, die mögen es nicht ganz so heiß. Deswegen brauchen wir Klimaanlagen. Eine eingestellt und dann immer wieder kopiert. Damit, wir das nicht bei jeder einzeln machen müssen. Alle abgesenkt. Und dann haben wir die Temperatur auch angepasst. So. Man kann von den Dingern leider immer nur zwei halten. Finde ich auch ein bisschen schade. Weil immer wenn dann die Kinder ausgewachsen sind, gibt es Ärger wegen Überbelegung. Aber nun ja. So, die gehen sogar baden. Guckt euch das an, Leute. Die gehen sogar schwimmen. Also, ganz gut, dass wir den Teich gemacht haben, obwohl die eigentlich gar kein Wasser haben wollten. Und dann flitzen die halt so rum. So, natürlich die Infos noch einstellen. Gab es gleich wieder Fehlermeldungen vom Spiel. Das passiert dann wenigstens im Sandbox-Modus auch nicht mehr. Da haben wir nicht ständig diese Nachrichten. Da sagt man einfach, okay, Tiere sterben nicht und fertig. Und, genau, an der Stelle war es das dann auch von dem Gehege. Ich platziere jetzt hier noch ein bisschen Licht. Natürlich wieder ein bisschen pink für den Asia-Bereich, weil das bei den Kirschblüten einfach mega cool aussieht. Und das Licht, das Orangene, kopiere ich mir von den Tigern, damit wir das einheitlich haben. Kommt wieder in die Höhle. Finde ich, sieht immer gemütlich aus. So. Und das war's dann auch, Leute, mit dem Gehege. Ich weiß gar nicht, mache ich noch irgendwas? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube nicht viel. Aber sieht schon ganz nice aus im Dunkeln. Ach ja, den Weg dürfen wir nicht vergessen, Leute. Der muss ja auch beleuchtet sein. Im Dunkeln ist das sonst nicht so cool. Behalte ich auch orange bei, so ein bisschen. Sieht einfach voll gemütlich aus, meiner Meinung nach. Ich finde es sehr gemütlich und sehr atmosphärisch auf jeden Fall. So. Manchmal ist das gar nicht so einfach, wie ihr seht. Mit den Gruppen immer vor allem. So, dann senken wir die alle noch ab. Lassen die im Boden verschwinden. Hat sich übrigens noch keiner darüber aufgeregt, dass das unnatürlich ist, wenn der Boden leuchtet. Aber hey, ich find's okay. So, Leute, das war's mit dem Gehege. Das sind meine chinesischen Schuppentiere. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Gehege findet. Würde mich interessieren. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, lasst es mich wissen. Wie gesagt, ich gehe auf alles ein. Verteile fröhlich Herzen, wenn ich es gelesen habe. Und dann erstmal viel, viel Dank für eure Aufmerksamkeit und bis Dienstag zum nächsten Gehege. Dankeschön. Ciao.